Teil 3. Merlin Falke. Selbst heute erinnere ich mich nicht, was vor meiner ersten Gefangenschaft war. Der älteste Eindruck, den ich klar einordnen kann, ist das grässliche Gesicht des dreieugigen Menschen. Meine erste Reaktion war ein blinder Satz gegen die Gitterstäbe, welche uns beide trennten. Die Tage darauf ließ er immer mal wieder ein Stück Fleisch über mir herabfallen. Jedes Mal versuchte ich ihm dabei einen Finger abzureißen. Ich litt zu Beginn unter extremen Kopfschmerzen. Ein Fremdkörper befand sich hinter meinen Augen. Wenn der Druck anstieg, wurde ich wahnsinnig und schrie, bis das erträglichere Leid zurückkehrte. Auch meine Krallen waren mit Sicherheit nicht jene, die ich von Geburt an besaß. Bei Zeiten tropfte aus ihnen unkontrolliert eine grüne, süßlich duftende Flüssigkeit, die sich unter den Bodenstäben mit dem angesammelten Kot vermengte. Es befanden sich noch andere Tiere in diesem Raum. Sie waren ebenfalls eingesperrt. Ein kleiner, wilder Affe. Er hatte eine metallisch glänzende Platte auf seinem Hinterkopf. Auch war da ein Hund mit grotesken Muskeln. Er schien bereits seinen Verstand verloren zu haben. Wenn er nicht schlief, fletschte er sein gelbglühendes Gebiss vor nicht anwesenden Feinden. In der Mitte des Raumes war ein gut beleuchteter Tisch, auf dem unterschiedlichste Schneidwerkzeuge ordentlich nebeneinander lagen. Ich wusste nicht, wie viele Tage ich in jenem fensterlosen Raum verbrachte und nutzte meine Zeit entweder mit dem Nagen an Schwachstellen oder mit dem lethargischen Starren in die Deckenlampe. Eines Tages näherte sich das dreieugige Scheusal in Weiß ohne Futter. Unsicher spreizte ich die Flügel weit auf und fauchte ihn an. In meinen Träumen trennte ich ihm bereits mehrfach sämtliche Gliedmaßen ab. Er hob einen schwarzen Block mit Knöpfen, drückte einen davon und meine Käfigtür öffnete sich. Ich machte mich bereit, herauszustürzen und ihn die wahre Bedeutung von Pein zu lernen. Doch ertönte in diesem Augenblick zum ersten Mal jene rauchige Stimme in meinem Kopf, die mir bald vertrauter als die eigene werden sollte. Ich schaute mich verwirrt um und sah zuerst nur meinen Peiniger, erkannte dann aber, dass ein Fremder im Türrahmen stand, kleiner als ein gewöhnlicher Mensch mit langem Bart. Dieser Neue schaute mich an, hielt seinen Arm hoch und die Stimme erklang erneut. Eindringlicher diesmal. Der Gedanke, meine neuen Krallen an seinem breiten Gesicht zu wetzen, verflog im gleichen Moment, in dem er entstand. Ich verstand seine Worte nicht, doch wuchs in mir ein unnachgiebiges Verlangen, mich auf seinen Arm zu begeben. Ich ergab mich, denn es bedeutete im Augenblick, diesen elenden Käfig zu verlassen. Beide schienen sehr zufrieden, als ich zu ihm herüberflog. Sie wechselten noch einige Worte und er verließ mit mir diesen Ort des Grauens. Der Affe kreischte, als sich die Tür hinter uns schloss. Vor uns lag eine schwach beleuchtete Treppe, die steil herauf zu einer weiteren Tür führte. Ich wollte ihn bei unserem Aufstieg mehrfach angreifen, doch jedes Mal zerbrach mein Bestreben in stechenden Kopfschmerzen. Oben angekommen, öffnete er die Tür und wir befanden uns auf einer ruhigen Straße. Ätzende Gerüche stiegen aus einem Feuer, um das einige Menschen standen. Einer von ihnen schaute kritisch herüber und nickte nur. Ich erhob meinen Blick gen Nachthimmel. Wegfliegen durfte ich genauso wenig wie ihn angreifen. Er blieb kurz stehen, zog eine leuchtende Tafel heraus und tippte auf ihr, bis sie etwas Erschreckendes zeigte. Es war das, was meine Augen erblickten.
Ich erkannte, dass seine Macht über meinen Geist meine Vorstellungskraft übertraf. Die Tage zogen ins Land und ich kämpfte immer seltener gegen ihn an. Er hatte mich bezwungen. Was er von mir wollte, war simpel. In unregelmäßigen Abständen gingen wir auf Streifzüge mit kleinen Gruppen bewaffneter Menschen. Meist schickte er mich vor, mit dem Wunsch, ein bestimmtes Ziel zu überfliegen und zu betrachten. Mehr nicht. Doch einige wenige Male befahl er mir, jemanden anzugreifen. Mein erstes Mal habe ich noch besonders lebhaft vor Augen. Ich überschätzte den Kampf vollkommen und fühlte mich unglaublich kraftvoll, als der feindliche Mensch bereits durch einen einzigen Griff meiner Krallen zu Boden sank. Je fester ich zupackte, desto mehr entleerte sich die Flüssigkeit in ihnen. Bei jeder darauffolgenden Tour flehte ich meinen Meister an, jemanden töten zu dürfen. Obwohl meine Beziehung zu ihm mit der Zeit an beidseitiger Zuneigung gewann, streckte ich doch mit jedem Feind nur ihn selbst. Er hat sich alles gefügig gemacht, was ich besaß. Nicht nur meine Freiheit. Meine ganze Identität schmolz ein jedes Mal dahin, wenn seine einhaltgebietende Stimme erklang. Voller Lust betrachtete ich daher die unter mir zu Boden sinkenden Opfer eindringlich, während ich den Bärtigen im Sinn hatte, jenen kleinen Menschen, den ich einige Stunden später sanft seinen in den Käfig gehaltenen Finger mit dem Schnabel stupsen sollte. In mir wuchs ein gieriges Verlangen nach diesen gurgelnden menschlichen Lauten, auf die unerklärliche Schuldgefühle folgten. Mit dem Rest meiner eigenen Persönlichkeit brachte ich diese Welle von Scham zu schweigen. 2 Jahre sind seither vergangen und so kam schließlich der lang ersehnte und gleichermaßen gefürchtete Tag. Ich befand mich auf dem Dach eines Gebäudes und betrachtete die Situation von draußen, während die Gruppe im Gebäude war. Ich wartete treu bis zum nächsten Morgen in Erwartung seiner Zufriedenheit und Zuneigung. In der Frühe kam dann ein großer Wagen, der unmittelbar vor der Tür des Gebäudes hielt. Ich betrachtete aufmerksam das Geschehen im Glauben, dass das von mir Erblickte meinem Herrn nutzte. Aus dem Haus wurden hastig einige tote Menschen heraus in den Wagen befördert. Es waren Leichen meiner Gruppe, einschließlich der meines Herrn. Die Erkenntnis, endlich frei zu sein, traf mich derart gewaltsam, dass ich im Schwindel nach vorne kippte und in die Tiefe stürzte. Irritiert breitete ich meine Flügel aus und verfolgte den anfahrenden Transporter. Nach einer Weile wurde ich mir der Krankhaftigkeit meines Verhaltens bewusst und löste mich von ihm. Ich ließ mich von der warmen Stadtluft in Kreisen hoch über die graue Rauchglocke treiben und fragte mich auf Höhe der Wolken, wo diese Welt einen Platz für etwas wie mich bot. Mein Blick fokussierte sich instinktiv auf eines der Gebäude und ich stürzte hinab. Nun hocke ich auf dem Asphalt vor der Tür meines dreieugigen Peinigers und frage mich, wie ich hierher kam. Ein gehörnter Mensch nähert sich mir und ich schaue bloß herab auf die am Boden liegenden Scherben meiner selbst. Sie hörten die 3. Folge der Shadowrun-Fan-Hörspielserie Fabelwesen, gesprochen von Thorsten Möser.